Das ist die Zukunftsfrage der Europäischen Union. Wenn wir nur mehr sie als trockenen Binnenmarkt, als kalten Binnenmarkt und nicht diese menschliche Dimension hineinbringen, dann sind wir gescheitert. Schere, die in Europa auseinandergeht zwischen Arm und Reich, die immer größer wird, die ist ja auch Teil dieser Verzweiflung der Europäer, die dann oft dazu führt, dass sie aus einer falschen Gedanken heraus die Rechtspopulisten wählen und damit aber in Wahrheit sich wieder ins eigene Fleisch schneiden. Und daher brauchen wir soziale Rechte, wir brauchen soziale Mindeststandards in Europa. Das geht darum, dass wir Mindeststandards auch bei der Arbeitslosenversicherung, ja, was die Dauer, die Bezugshöhe, die Nettoersatzrate betrifft. Wir brauchen europaweite Mindestlöhne im Verhältnis zur Wirtschaftskraft jedes Landes. Und wir müssen auch schauen, dass die nach oben wandern, weil nur so können wir diese Lohnunterschiede zwischen den osteuropäischen Ländern und zum Beispiel Österreich ausgleichen, wenn dort die Mindestlöhne hinaufgehen. Zurzeit ist das Gegenteil passiert. Und wir brauchen auch, um das auch noch zu sagen, wir brauchen in dem Bereich auch Mindestunternehmenssteuersätze. Weil wenn dieser ruinöse Steuerwettbewerb nach unten passiert, dann wird am Schluss immer am Rücken der Schwächsten gespart.